Wir befinden uns hier im Stadtteil Echterdingen, in einem strengen Gebiet. Wir sind zu einem Brand im Erdgeschoss gerufen worden, mehrere Personen noch im Gebäude. Der Alarm war 17.48 Uhr. Eingetroffen sind wir 17.52 Uhr mit den ersten Fahrzeugen. Es waren zwei Personen bereits aus dem Gebäude, vier Personen befanden sich noch auf dem Balkon im ersten OG, die wurden über Steckleiter gerettet. Wir hatten eine starke Rauchentwicklung aus dem Erdgeschoss übers Treppenhaus nach außen, haben die Menschenrettung aber auf der Rückseite eingeleitet, bis die erste Trupps rein konnte zur Brandbekämpfung. Wir haben insgesamt 6 Personen, die betroffen sind. Wir haben 4 Personen, die mit Rauchgasintox ins Krankenhaus gebracht werden. Wir hatten keine Schwierigkeiten bei der Brandbekämpfung, da wir recht gut alarmiert hatten und genügend Kräfte vor Ort waren. Wir sind mit der Feuerwehr 11 Fahrzeuge, 59 Mann. Und das DRK war mit 10 Fahrzeugen und die Polizei mit 3 Fahrzeugen vor Ort. Ich drehe mal, dann fängt die Rohr zu.